Aber du warst ja auch immer auch bei quasi unserer Schwestersendung, ja? Ja. Zwischendurch als Moderator. Das stimmt. Bei der NDR Talkshow. Das ist richtig. Und weil du als Talkshow-Moderator gearbeitet hast, mhm, weißt du, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich immer so freuen, wenn sie was Privates erfahren. Aha. Was Persönliches, ja, von den Gästen. Und deshalb möchte ich mit dir über eine Frau sprechen. Also Herzensdame. Nennen wir sie Gefährtin. Ich habe mir sagen lassen, ja, dass es da jemand Neuen gibt in deinem Leben, dass sie sehr lange Beine hat, dass sie sehr neugierig ist. Und was ich schön fand an den Beinen, sie sind sehr behaart. Ja, da scheinst du drauf zu stehen, da total kommen wir noch drauf. Total. Sie kommt aus Hannover. Jawohl. Ich schätze, sie ist ungefähr 1,70 groß. Anständiges Stockmaß, ja. Und du machst echt wilde Sachen mit ihr. Sie heißt Luise. War es Liebe auf den ersten Blick? Es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Du sprichst ja von unserem Pferd. Von unserem Pferd, von unserem Pferd. Ach, du hast Luise schon verraten, es ist ein, ja, Pferd. Ich, ja, dachte, Mensch, nur, bevor, weil ich sehe die entsetzten Blicke hier. Die denken schon, der steht auf behaarte, lange Beine. Jetzt gern noch so 5 Minuten durchgezogen, weißt du? Nein, es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Also die Geschichte ist ja wirklich so, ich habe vor 4 Jahren angefangen zu reiten. Warum? Das ist tatsächlich quasi aus einer Not geboren. Meine Tochter hatte immer Samstagvormittag Reitunterricht und ich stand dort immer an der Bande mit anderen Vätern. Und wir dachten so, und irgendwann sage ich aus Spaß, lass uns das doch auch mal versuchen. Und fragten dann die Reitlehrerin unserer Tochter, die auch interessanterweise noch Tina heißt, also die von Bibi und Bibi Tina. Und Tina. Ja. Gibst du uns mal eine Stunde? Und die hat gesagt, naja, die alten Herren hier, ne, die kommen einmal und nie wieder. Und das ist jetzt eine feste Institution. Seit jeden Dienstagabend 20 Uhr, lassen wir nichts anbrennen, gehen wir reiten. Wir haben eine Männerreitgruppe, wir nennen uns die Silver Riders, aus gutem Grund. Die Silver Riders, das sind sie. Ja. Und weißt du, was ich schön finde? Ja. Du machst schon die klassischen Bilder, die man so macht als Reiter vor dem Rapsfeld und im Wasser. Im Wasser, ja, so ist es. Sehr so gut. Und dann war es dann irgendwann so weit, dass man natürlich auch über ein eigenes Pferd nachdachte. Und ich dachte immer, das kommt mir nicht irgendwie in den Stall. Aber wir bekamen den Hinweis, dass da ein sehr, sehr schönes, gutes Pferd zu kaufen ist. Und ich dachte, da fahren wir mal hin. Und ich kam rein und ich verliebte mich. Gar nicht so sehr meine Tochter, sondern ich war vom ersten Moment an in Luise verliebt. Und jetzt gehört sie seit 2 Jahren zur Familie. Hm? Mir wurde gesagt, dass du sie sogar mit ins Bett nehmen würdest, wenn du könntest. Ich überlege gerade, ob ich Pferdebettwäsche habe, aber so weit ist es noch nicht. Das ist die nächste Stufe. Du kannst nur sagen, Judith, speak for yourself. Ja, 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 genau. Also wenn das gehen würde, würde ich das definitiv machen. Nein. Nichts ist weicher und wärmer als eine Pferdenüster und die will man eigentlich immer um sich herum haben. Ja, und oder? Das sind ja auch so saubere Tiere. Was sind ja nun so ein Vegetarier? Also das, was da hinten rauskommt, kannst du ja quasi essen. Das ist ja schon so ein Pferd ist eigentlich was sehr, sehr Sauberes, was sehr Liebes. Sie freut sich, wenn ich komme. Sie kloppt dann immer schön mit dem Huf vorne gegen die Stalltür, weil sie weiß, es gibt gleich eine Karotte. Nee, ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich noch mal mit weit über 50 zu so einem Pferdepapa werde. Aber es hat mich echt infiziert, obwohl ich auch schon 2-mal runtergefallen bin. Ich habe mir schon Mittelfinger gebrochen und mein Sprunggelenk gebrochen. Oh. Das ist passiert. Aber das gehört wahrscheinlich dazu, hat man mir gesagt. Ich springe nicht mehr. Weil ich bin nur noch auf die Hindernisse losgeritten und immer hatte nur einen Gedanken, wie bleibe ich heute oben? Und das hat ja keinen Spaßfaktor. Und so deshalb ist es nur noch Dressur. Wir machen auch zusammen die Männerreitgruppe Reitabzeichen. Wir haben also schon 3 Reitabzeichen gemacht. Da sind wir auch die einzigen Männer, weil da sind ja nur Mädchen. Nee, da sind vor allen Dingen ja auch nur Kinder, ne? Nur diese Kinder. Reitabzeichen so machen. Ausschließlich Kinder. Das heißt, ihr Silver Rider, ja, und 25 Kinder. 8- bis 12-jährige Mädchen. Einzige Vorteil. Sie machen die Pferde immer fertig für einen, ja? Ah, oh, okay.